Hallo, dieses Video zeigt dir, wie du deinen Verdauungsapparat schützt, zum Beispiel bei einer extremen Belastung wie der Chemotherapie. Hallo, ich bin Mareike und 42 Jahre alt und ich bin Krebspatientin. Was ich nicht bin, ist Arzt. Das heißt, du kannst dir jetzt hier Tipps abholen. Besprich aber diese Tipps mit deinem Arzt, damit er Bescheid weiß und dir auch das Okay gibt, damit du das anwenden darfst. So, und jetzt schauen wir uns an, was dich in diesem Video erwartet. Als erstes schauen wir uns den Verdauungsapparat an. Als nächstes gehen wir auf die Bakterien ein. Bakterien leben zusammen in einem Biom und wir schauen uns an, wie man das schützen kann. Und als letztes gebe ich euch ausdrücklich keine Empfehlung, sondern einfach nur ein Beispiel, wie man an die Sache rangehen kann. Ich habe euch mal aufgezeichnet, wie unser Verdauungsapparat im Groben aussieht, nämlich so. Besteht aus drei Teilen. Wir haben oben Mund- und Rachenraum. Hier haben wir dann den Magen und am Ende natürlich Darm, Dünndarm und Dickdarm. Das kennt ihr ja alles schon. Was für Gemeinsamkeiten haben die? Denkt mal kurz nach. Die sind alle feucht. Das heißt, hier sind überall Schleimhäute. Und Schleimhäute bedeutet immer, dass da auch irgendwelche Bakterien drin leben. Du bist also nicht allein, sondern in Wirklichkeit wohnen in dir unglaublich viele Lebewesen, übrigens sogar mehr Lebewesen, als dein Körper Zellen hat, die mit dir zusammenleben und ihr bildet eine Symbiose. Wofür brauchen wir eigentlich Bakterien im Körper? Bakterien erfüllen sehr viele Aufgaben innerhalb unseres Körpers. Bakterien helfen zum Beispiel bei der Verdauung. Wenn ich zum Beispiel etwas esse, dann kann ich zum Teil das gar nicht verstoffwechseln, weil ich irgendwie nicht an die Nahrung herankomme. Und dann haben wir manche Bakterien, die stellen uns Enzyme her. Enzyme könnt ihr euch vorstellen wie chemische Messerchen. Und diese Messerchen, die helfen uns dann zum Beispiel an die Nahrung ranzukommen oder an die Nährstoffe ranzukommen innerhalb einer größeren Verbindung. Eine weitere Aufgabe ist es, unsere Immunabwehr fit zu machen. Die sind quasi die Sparringspartner für unsere Abwehrkräfte. So, jetzt stellen wir uns mal vor, das hier ist unser Darm und wir haben da Bakterien drin. Das sind unsere ganz lieben Bakterien, die Enzyme haben und Sparringspartner sind. So, jetzt möchte ein neues Bakterium hinzukommen. Das ist aber ein böses, das macht uns krank. Das hat jetzt erstmal gar keine Chance, hier reinzusetzen, weil es sind ja alle Plätze belegt. Und damit helfen eben die vorhandenen Bakterien, böse Bakterien zurückzuhalten. Was könnte der denn zum Beispiel bei uns verursachen? Ganz allgemein gesagt, dieses Bakterium könnte eine Entzündung hervorrufen. Dann kriegen wir irgendwann Fieber und vielleicht sterben wir dann sogar dran. Das heißt, ziemlich gut, dass der draußen bleibt. Eine Chemotherapie schwächt oder tötet sogar lebende Zellen. Jetzt sind unsere Bakterien natürlich auch lebende Zellen. Und jetzt kann es unfreiwillig passieren, unbeabsichtigt, dass die Chemotherapie uns ein paar Bakterien ausschaltet und damit Raum macht für hier Mr. Bad Guy, der dann hier diese ganzen, für Mr. Bad Guy, der diese ganzen Plätze dann besetzt. Und dann haben wir eine Infektion, das heißt, wir bekommen Fieber, Durchfall, uns wird richtig schlecht. Das wäre jetzt ziemlich ungeschickt, wenn dann hier noch weitere Chemos draufkommen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere lieben Bakterien behalten. Meine beste Freundin und Heilpraktikerin hat gemeint, hey, erzähl bitte doch auch, woran man eine Fehlbesiedlung erkennt. Der wünschenswerte Zustand ist, das Kaka ist schokoladenbraun. Und es ist weich wie Zahnpasta, ein bisschen weicher vielleicht. Das ist absolut wünschenswert. Alles andere hat dann wahrscheinlich schon ein bisschen mit Fehlbesiedlung zu tun, die wir aber alle so ein bisschen mit uns rumtragen. Das heißt, achtet auf eure Häufchen. Stellt ihr fest, euer Kaka ist plötzlich nicht mehr braun, sondern grün und stinkt reizend. Es gibt Blasen. Dann ist das ein schlechtes Zeichen. Merkt ihr, ihr habt Durchfall, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Merkt ihr, es ist alles plötzlich gelb und verschleimt, dann ist das auch eine Änderung. Achtet darauf und besprecht das dann auf jeden Fall mit dem Arzt. Denn so kann man frühzeitig doofe Verdauungsgeschichten abfangen. Und jetzt schauen wir uns an,
was wir in Mund, Magen und Darm jeweils tun können, damit wir unser Mikrobiom, unsere Bakterien erhalten, damit wir geschützt sind vor dem Fuchsi hier. Jetzt schauen wir uns an, wie man sein Biom, seine Bakterien im Mund schützen kann. Eines der ersten Dinge, die man tun sollte, nachdem man weiß, dass man zur Chemotherapie muss, ist beim Zahnarzt aufschlagen. Der Zahnarzt schaut sich dann vor allem erstmal dein Zahnfleisch an und stellt sicher, dass da keine Infektion ist. Zum Zweiten schaut er eure Zähne an und stellt sicher, dass da keine größere Sache bevorsteht. Denn eine Zahn-OP ist ein bisschen ungeschickt, wenn man die unter der Chemo macht. Der schlimmste Fall, der eintreten kann, ist, dass die Chemo abgebrochen werden muss, weil ihr eine Infektion habt bei den Zähnen. Deshalb lieber eine Zahn-OP vorverlegen, als zu lange zu warten. Dann könnt ihr nicht die Chemo gut durchmachen. Was kann man noch machen? Natürlich die Zähne putzen und wichtig, die Zahnbürste alle 2 Wochen wegwerfen und eine neue nehmen. Dadurch verhindert man, dass man sich eine Infektion holt über die Zahnbürste. Bei der Zahnpasta darauf achten, dass kein Pfefferminz drin ist. Speziell für die Mundflora gibt es sogar eigene Probiotika, die man nehmen kann, um das Biom zu unterstützen. Als nächstes schauen wir uns an, was wir für den Magen tun können. Zunächst einmal sollte man nicht scharf essen, das heißt immer mild gewürzt essen. Es kann sein, dass du unglaublich gut scharf verträgst. Die Chemotherapie bewirkt aber häufig, dass die Magenschleimhaut angegriffen ist und dann funktioniert es nicht mehr. Das heißt, hier gut drauf achten, alles gut durchkauen und nicht scharf essen, mild würzen. Natürlich auch immer viel Wasser trinken und fermentierte Lebensmittel, Joghurt oder sowas, sind auch immer gut. Als Drittes der Darm. Auch hier ist fermentiertes Gemüse super toll für den Darm, also zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi oder Kombucha. Dann Nahrungsergänzungsmittel wie Algen, Spirulina und Chlorella zum Beispiel. Algen helfen dir beim Entgiften, sie helfen dir mit dem Immunsystem und helfen auch einfach ein bisschen aufzuräumen. Und auch probiotische Darmbakterien, die man dazu macht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sage ich nachher noch was dazu. Und was auch hilft, ist, wenn man sich bewegt, das heißt Spaziergänge macht und natürlich tief atmen. Durch die tiefe Atmung wird das Zwerchfell nach unten gedrückt und entsprechend auch der Darm bewegt. Das heißt immer schön unten in den Bauch atmen und dann bewegt man auch schön den Darm durch. Jetzt kommen wir zu dem Beispiel, wie ich es machen würde, wenn ich nochmal zur Chemotherapie müsste, wie ich das aufbauen würde. Es ist ausdrücklich keine Empfehlung, weil ich die nicht aussprechen kann. Ich bin kein Arzt, sondern es ist nur ein Beispiel und such dir raus, was für dich passend ist. Was würde ich machen? Also natürlich zum Zahnarzt gehen, wegen Zahnfleisch und Kariesstand. Als nächstes würde ich mir sofort die Algen kaufen. Kriegt man im Reformhaus, so meistens in solchen kleinen dunklen, Flaschen. Das sind so kleine grüne Presslinge, die kann man einfach runterschlucken. Die Algen helfen, den Darm zu stabilisieren. Nach 2 Wochen hat sich der daran gewöhnt und dann kann man auch probiotische Bakterien draufwerfen. Warum erst jetzt nach 2 Wochen? Wenn ihr einfach so probiotische Bakterien draufwerft, kann es sein, dass euer Darm in die Knie geht. Das wäre ein bisschen blöd, weil die Chemotherapie steht ja bevor, da müsst ihr fit sein. Deshalb erstmal 2 Wochen lang stabilisieren mit Algen. Sobald der Darm stabil läuft, kann man dann auch die probiotischen Bakterien dazugeben. Auch das sollte dann 2 Wochen sich einschwingen, mindestens vor der Chemotherapie. Das heißt, ihr habt hier einfach lockere 4 Wochen vor der Chemotherapie, damit ihr euren Darm in den Griff kriegt. Hiermit sind wir schon fast am Ende des Videos angelangt. Und es gibt noch 2 Sachen, die ich am Ende erwähnen möchte. Zum Ersten solltest du deinen Arzt konsultieren. Ich habe dir hier vielleicht ein paar Ideen mitgegeben. Frag aber deinen Arzt, ob die wirklich auch für dich passend sind. Für mich waren sie passend, aber du bist ja ein ganz anderer Fall. Du musst das dann für dich selbst entscheiden und am besten mit deinem Arzt zusammen. Nummer 2. Wenn du jetzt Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchtest oder sogar deine Ernährung umstellen möchtest, weil du andere Videos gesehen hast und so weiter und dich weitergebildet hast, dann geh das bitte ganz behutsam an. Also nicht zu schnell, nicht 1000 Sachen weglassen, nicht 1000 Sachen neu essen. Das könnte dein Mikrobiom erschrecken.
Geh's einfach langsam an, lass mal hier was weg, mach da was dazu. Du hast wirklich alle Zeit der Welt, um es richtig zu machen. Zu guter Letzt, ein Domino-Effekt. Zu guter Letzt noch eine Sache, was schief gehen kann. Das ist mir passiert. Ich habe an einem Tag mir ein indisches Essen gemacht, es war zu scharf. Daraufhin habe ich Sodbrennen bekommen, aber ein heftiges Sodbrennen. Das ging über 3 Tage. Das Sodbrennen war so stark, dass es meinem ganzen Körper schlecht ging. Mir ging es richtig dreckig. Also habe ich was gegen das Sodbrennen genommen, habe beim Arzt angefragt, was kann ich nehmen, habe das gegen Sodbrennen genommen, habe daraufhin Durchfall bekommen als Nebenwirkung. Und dann kam obendrauf noch die Chemo. Mir ging es nicht gut. Und das alles hat angefangen bei einem ganz kleinen blöden Fehler, ein zu scharfes Essen. Das heißt, es hat dann so einen Domino-Effekt. Und das ist was du vermeiden möchtest. Achte wirklich bei deiner Ernährung auch auf die Kleinigkeiten. Denn eine Kleinigkeit kann sich ratzfatz zu was ziemlich Großem und Blödem auswachsen, wenn die Chemotherapie einen im Nacken sitzt. So, das war's. Bis dann. Ciao. Super.